Pavanasana ist wörtlich die Luftstellung oder die Windstellung. Zwei Asanas werden als Pavanasana bezeichnet. Angelina zeigt, wie es geht. Zunächst Pavanasana 1. Setze dich auf die Fersen und dann hebe das Becken hoch. Dann gib die Finger auf die Nabelgegend bzw. die Mittellinie des Bauches, wobei der Nabel mit berührt ist. Manche sagen, das sollten die Zeigefinger in der Nabelgegend sein und die anderen Finger darunter. Und andere sagen, dass der Mittelfinger in der Nabelgegend sein soll. Und dann gib die Daumen nach außen. Dann drücke mit den Fingern etwas stärker dagegen, eventuell atme ein, halte die Luft an und halte die Bauchdecke unter Spannung. Das gibt einen bestimmten Reflex, sodass Prana, welches ja auch als Pavana bezeichnet wird, nach oben strömt. In einer anderen Beschreibung sollen die Daumen noch weiter unten sein, praktisch wie am Becken, und nur die Zeigefinger gegen den Nabel drücken. Also auch das ist Pavanasana. Auch das kannst du ausprobieren, welche Wirkung das auf das Prana hat, wenn du entweder gleichmäßig ein- und ausatmest oder dabei Plavini übst. Pavanasana ist aber auch noch die Bezeichnung, letztlich die Stellung, um Shitali bzw. Sitkari zu üben. Komme dazu in eine kreuzbeinige Stellung, vorzugsweise in den Lotus, und dann gib die Hände unter den Nabel, die Hände übereinander. Und dann rolle die Zunge entweder längs, das wäre Shitali, oder quer, das wäre Sitkari. Hebe den Kopf leicht nach hinten für sanftes Kechari Mudra und dann atme ein über die Zunge und aus über die Nase. Ein über die Zunge und aus über die Nase. Das ist Pavanasana 2, eine Stellung in Verbindung mit einem Pranayama, wo du die Luft nutzt zum Kühlen und zur Harmonisierung und zur Beruhigung.